So, ich habe jetzt alle Reihen gehäkelt. Das ist von hinten. Das ist jetzt von vorne. Ich habe auch ein bisschen aufgefüllt. Das sieht zu süß aus. Zu süß. So, und jetzt wollen wir einmal die Arme reinhäkeln. Ich habe jetzt momentan 36 Festmaschen. Wir sind hinten genau in der Mitte des Teiles. Und wir machen jetzt von hier aus 6 Festmaschen häkeln wir. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Dann legen wir diesen Arm rein an. Die werden so angelegt. Das heißt, ich mache immer, wenn man in diese reinsteckt, ich nehme diese mit, immer, die hängt. Und dann gehe ich noch in diese erste Masche rein. Und 6 Festmaschen mit den Armen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Dann häkeln wir 12 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, 8, 9, 10, 11. Man muss ganz genau sehen, dass es symmetrisch ist, ne? Wenn ich habe jetzt 11 und ich habe so ein Gefühl, dass die 12. jetzt zu viel sein wird, das heißt, dass ich nicht richtig hier in der Mitte saß. Ja, das ist sehr wichtig, dass man hier richtig in der Mitte ist. Deswegen, ich habe jetzt 11 Festmaschen, aber so wie ich das sehe, ich würde jetzt schon den Arm reinhäkeln. Das heißt, ich würde jetzt die 12. Masche nicht noch häkeln, sondern ich würde jetzt schon den Arm anlegen und mithäkeln, weil sonst ist dieser Arm ein bisschen zu weit nach hinten. Ja, so, laut meiner geplanten Anleitung, hier werden 6 gehäkelt, hier 6 mit den Armen, hier 12, dann 6 mit den Armen und dann wieder 6. Wenn ich ein bisschen nach da verschoben wurde, dass ich nicht in der Mitte saß, ne, dann heißt das, es verschiebt sich ein bisschen, dann haben wir die Arme nicht symmetrisch. Deswegen, ich mache jetzt so, dass ich jetzt an der 11. Masche bleibe und in die 12. Festmasche werde ich den Arm reinhäkeln. Und ich werde sehen, ob ich das jetzt gerade habe oder nicht. Ihr habt jetzt die Technik verstanden. Ihr könnt dann einfach nur selber die Maschen auszählen und gucken, wo die Arme sitzen müssen. Hauptsache, dass es einfach nur symmetrisch ist, ne? Das ist ja nie so schwer rausrechnen. So, ich habe jetzt diese und diese letzte. Ja, seht ihr das? Das ist jetzt richtig, sonst wäre es zu weit nach hinten. Ich muss das einmal so sehen. Ja. Okay, das heißt, ich habe jetzt 11 Maschen, hier 6, hier 6, hier 6 und hier bleiben vielleicht 7 Maschen. Ist aber nicht schlimm, ihr könnt euch dann richten. Hauptsache, dass es symmetrisch reingehäkelt wird. So, ich gehe jetzt einfach bis zur Mitte wieder nach hinten. Das ist nicht schlimm, ob eine Masche hier mehr gehäkelt wird oder nicht. Weil jetzt wird es ganz normal wieder abgenommen. Und da ist nicht wichtig, wo die Nadel jetzt sitzt. So, ich bin jetzt hier wieder in der Mitte und wir machen jetzt 4 Festmaschenabnahme und das 6-mal. Dann machen wir 3 Festmaschenabnahme und das 6-mal. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt diese Reihen gehäkelt und jetzt machen wir eine Reihe einfach so. Ich habe jetzt momentan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Festmaschen. So, wir häkeln jetzt eine Reihe einfach so unverändert und dann nehmen wir wieder ab. 2 Festmaschen und eine Abnahme. Wenn wir das gemacht haben, ich setze diesen Gelenk da rein. Dieses Teil wird reingesetzt und das zusammengebunden. Wie gesagt, wenn wir diese letzten Reihen, wo wir 2 Festmaschen und Abnahme gemacht haben, ihr könnt das so offen lassen, ihr füllt mit Watte auf und dann wird der Kopf angenäht, falls jemand sowas nicht hat. Ich möchte das nicht zeigen, wie ich das annähe, weil ich kann das nicht. Ich kann es nicht annähen, es ist für mich immer eine Quälerei. Es gibt ganz viele Videos, wie man einen Kopf annähen kann. Ihr könnt es bei YouTube eingeben und angucken. Ich zeige nur das, was ich gut kann und das, was ich nicht gut kann, möchte ich nicht so gerne zeigen. Ich habe so eine Alternative gefunden und ich bin so glücklich, dass ich das nutzen kann. Deswegen, ihr lässt einfach einen kleinen hier Loch, wo ihr dann diese Maschen mit Maschen vom Kopf annähen könnt, ja? Das heißt, ihr macht jetzt so, dass ihr diese Reihe einfach so unverändert 24 Festmaschen häkelt, dann macht ihr 2 Festmaschenabnahme und das 6-mal und dann könnt ihr euch entscheiden, oder ihr setzt das Gelenk rein und macht dicht oder ihr lässt das so und näht nachher den Kopf an. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt momentan 18 Festmaschen. Dann nehme ich diesen Gelenk, der ist 4,5 cm, lege ich ihn da rein und ich sehe, dass ich noch eine Reihe mit Abnahme vertragen kann. Das heißt, ich mache jetzt noch eine Reihe mit einer Festmasche, einer Abnahme, das 6-mal und dann mache ich das alles dicht. Ja, eine Festmasche, eine Abnahme. So, so sieht das aus. So sieht der Körper aus. Ganz, ganz süß. Ich finde diese Beine, dass sie so rund sind, finde ich richtig babyhaft. So, dann nehme ich diesen Gelenk, setze ich da rein und dann nehme ich eine Stopfnadel. So. Und dann werde ich mit einer Stopfnadel jede Masche nehmen, das habe ich schon mal gezeigt, und dann zusammenziehen. Und dann ist das dicht. Ja, das mache ich aber nachher. So, das Einzige, was mir noch einfällt, dass wir die Ohren und nicht den Schwanz gehäkelt haben. Das zeige ich euch jetzt. Mein Bär hat eine Mütze an und die wird angenäht. Das heißt, diese Mütze auf diesem Bär, die sitzt nicht fest, die fällt ständig runter. Ich setze die Mütze auf und dann werde ich am Rand am Kopf annähen, dass sie immer fest ist. Ne? Das heißt, mir reicht ein Ohr aus. Wenn jemand möchte aber, dass diese Bär die Mütze auf hat, häkelt dann 2 Ohren. Ich mache jetzt ein Ohr. Wir machen Amigurumi-Ring. 6 Festmaschen. Häkeln wir raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen jetzt ein Ohr. 6-mal verdoppeln. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Noch eine Reihe, eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln. Einmal fest und verdoppeln. Einmal fest und einmal verdoppeln. Das machen wir 6 Mal, ne? So, jetzt legen wir das zusammen. Das verstecken wir innen drin. Und wir häkeln an beiden Seiten. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8 und ich nehme immer diese am Ende, 9. Das wird ein Ohr sein. Leider kann ich das jetzt am Kopf nicht zeigen, weil ich das nicht habe, aber der wird so angenäht. Der wird so am Körper gelegt und so angenäht. Wenn ihr wollt, ihr könnt 2 Stück davon haben und dann ein Bär kann auch ohne Mütze sein. Ich zeige das jetzt nur für das Video. Später würde ich diesen Bär ohne Mütze häkeln. Verschieden, man kann Mädchen, Junge, man kann auch mit Mützen und was weiß ich. Das ist jedem überlassen. So, dann machen wir einen Schwanz. Genauso. Wir machen einfach nur eine Kugel. Amigurumi-Ring, 6 Festmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen jetzt jede Masche verdoppeln. Und dann eine Reihe einfach so. Wir verdoppeln jetzt jede Masche. Ich bin irgendwie kaputt. Ich war heute mit meinen Kindern in Warnsdorf bei Erdbeerhof. Oh, ich finde das so schön, aber das war so voll am Sonntag. Es war richtig voll. Ich habe jetzt jede Masche verdoppelt. Das sind 12 Festmaschen und wir häkeln jetzt eine Reihe einfach so. 12 Festmaschen. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich hole mir da Marmelade. Ich finde die sehr lecker und ich hole mir da auch Dip. Habt ihr da Dips probiert? Es gibt da Knoblauch-Dip, es gibt da Avioli-Dip, es gibt da verschiedene Dips. Die sind arschteuer, aber die sind so lecker. Meine Schwägerin hat das immer gemacht und dann hat sie mir gesagt, Mensch, das ist so ein Pulver, so ein wie trockenes Gras. Ich weiß nicht, wie ich das noch sagen soll. Der wird in so eine kleine Dose verkauft für 6 Euro. 6,50 eine kleine Dose. Aber dann wird das mit ein bisschen heißem Wasser aufgegossen und mit Creme fraiche. Da gibt es Massen, ne? So, und wir machen jetzt einfach zu. Wir machen jetzt jede 2 Stück zusammen häkeln, ne? So, einmal. Und so weiter, bis es zu ist. Dann habe ich da 4 Dosen geholt. Ich wohne da von da aus, es ist nicht so nah, ne, muss ich sagen. Deswegen, wenn ich schon hinfahre, dann hole ich mir was. Und ich liebe diesen Dip, da kannst du ohne Ende essen. So, so sieht das Schwänzchen aus. Einmal Kettmasche. Dann, ich verstecke diesen Faden da drinnen und dann nähe ich das an. So einen kleinen Kugel. So, hier hinten so ein. So, jetzt häkeln wir einmal den Kopf. Dafür brauchen wir 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die zweite machen wir 2 Festmaschen. In die zweite hier von der Nadel. 1, 2. Dann 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und in die letzte 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Wir drehen die Arbeit und wir häkeln 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und diese letzte 2 Festmaschen. 1 und die 2. So, jetzt machen wir einmal, zweimal verdoppeln. Jetzt machen wir zweimal verdoppeln. 1, 2, dann 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 4-mal verdoppeln. 1, 2, 3 und die 4. Dann wieder 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und in die letzten 2 zweimal verdoppeln. 1 und die 2. So, hier bitte Marker setzen. Und wir müssen jetzt 26 Festmaschen haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, nein, 22, 24, 26. So, 26 Festmaschen. Und wir häkeln jetzt 2 Reihen unverändert, 26 Festmaschen. So, sowas ist daraus geworden. Und wir machen jetzt weiter. 2 Festmaschen. Ne, eine Festmasche. Oder 2, warte mal. 2. Und wir machen jetzt 9-mal mit Halbstäbchen verdoppeln. 9-mal. Das musste eigentlich symmetrisch sein, von da nach da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Wir machen jetzt 9 Halbstäbchen. Ein Umschlag. Einmal verdoppeln. 9-mal verdoppeln, ne? Halbes Stäbchen. Einmal verdoppelt. Zweites Mal verdoppelt. Drittes Mal. 4. Fünf, sechs, sieben, acht, und die 9. So. Das sollte symmetrisch sein, ne? Ja, und dann die restlichen 15 Festmaschen bis zum Schluss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die 15. So sieht es aus. Das muss eigentlich alles symmetrisch sein. Aber ab und zu habe ich so ein Gefühl, dass laut Anleitung, weil ich häkle alles nach Anleitung von diesem Kopf, ne? Laut dieser Anleitung, ich habe so ein Gefühl, dass es ein bisschen nach da verschoben. Das ist die erste Zunahme und das ist die letzte Zunahme. Normalerweise die soll hier sein, ne? Eigentlich, wenn man das richtig guckt. Na gut, wir häkeln weiter. Wir haben jetzt 2 Festmaschen. 1, 2 und jetzt machen wir weiter mit Halbstäbchen, aber jetzt ein Halbstäbchen, einmal halbes Stäbchen verdoppeln. Ein halbes Stäbchen und dann einmal verdoppeln mit halbes Stäbchen. Und das 9-mal. Ein halbes Stäbchen und einmal verdoppeln. Ja, und das machen wir bis zum Schluss und dann 15 Festmaschen, bis wir wieder hier ankommen. So, das ist hier jetzt daraus geworden. Wir haben jetzt insgesamt wie viele Maschen? 44 Festmaschen sollten wir haben. Und für diesen Kopf, was ich, das ist ja der Kopf von einer Affe, ne? Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, viel zu viel Schatten hier, gefällt mir gar nicht. Und wenn ich jetzt diesen Kopf für ein Bär haben möchte, ich muss nicht 44 Festmaschen, sondern 48. Das heißt, ich muss 4 Maschen jetzt zunehmen. Und ich nehme die immer an 4 Seiten. Hier, hier, hier und hier. Das heißt, diese Reihe häkle ich einfach so und wir nehmen einfach irgendwo in 4 Punkten, machen wir verdoppeln, ne? Ich gehe jetzt hierher und mache jetzt hier einmal verdoppeln. Dann häkle ich weiter unverändert nach oben bis Mitte des Kopfes. Und mache da auch einmal verdoppeln. Insgesamt müssen wir 48 Festmaschen haben. Statt 44. Warte mal, ich mache mal Licht an oben. So, ich dachte mir, Mensch, was fehlt mir? So, wir gehen jetzt hier nach oben. Und hier oben mache ich einmal verdoppeln. Dann häkeln wir weiter. Weil ich habe das einmal den Bär gehäkelt mit dem Kopf von Affe und ich war der Meinung, dass der Kopf ein bisschen klein war. Zu klein. Deswegen habe ich mich entschieden, noch 4 Maschen oder nicht, ja, wie viele sind da? 4 Maschen zuzunehmen. Hier an dieser Seite machen wir auch verdoppeln und dann hier unten einmal. richtig unter den Kinn. Machen wir hier einmal. Und hier ist Anfang der Reihe. Häkeln wir noch ein paar Maschen. Bis wir hier ankommen. So. So sieht nicht der Kopf, sondern die Fresse aus. Ja, beim Tieren ist das so, ne? Und hier müssen wir nachher 8 Reihen häkeln. 8 oder 7. Ich habe bei meinem Bär 7 Reihen gemacht im russischen Video. Könnt euch entscheiden, 8 oder 7 Reihen. Das ist eigentlich egal, ne? Das ist nie so schlimm, eine Reihe mehr oder weniger. Ich bin jetzt mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich mache 7 Reihen für diesen Bär. Mache ich 7 Reihen nach hinten und dann wird einfach nur abgenommen. Abgenommen wird 6 Festmaschenabnahme, 5 Festmaschenabnahme und das war's. So, und hier unten, wenn ich jetzt hier 7 Reihen gehäkelt habe, hier unten werde ich dieses Teil dann auf Gelenk setzen und von innen dann befestigen. Was ich jetzt gerne möchte, ich möchte jetzt diese Augen und die Nase anprobieren. Das ist diese Farbe. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, normalerweise, ihr könnt solche Augen nehmen. Wenn ihr in diese Farbe macht, dann macht ihr einfach solche Augen. Und die setze ich genau in diese Lücke rein, wo ich Zunahme gemacht habe. Genau hier. Zum Beispiel das ein Auge. Vielleicht bleibe ich auch bei dem. Wie gesagt, das sind 18 mm, habe ich schon mal erwähnt. Das ist die zweite Auge. Ne? So in grün zum Beispiel. Die Nase würde ich dann in schwarz machen. Die Nase nicht direkt hier in die Mitte setzen, sondern immer so ganz bisschen nach oben. Dann ist es so eine Stupsnase. So. Hier sieht man, dass die Nase nach da verschoben ist. Das heißt, wir verschieben sie nach da, dass es gerade sitzt. So, das ist optimal. Ich möchte aber was anderes ausprobieren mit meinen Augen, die ich habe. Ich möchte jetzt einfach nur testen und sehen, ob das gut aussieht. Ich weiß aber nicht. Ich habe so eine Auge. Die haben mir richtig angetan, wo ich das sah. Und ich glaube, zu diesen bunten Farben passt das einfach perfekt. Man kann die natürlich ein bisschen näher zueinander setzen und der guckt so schief. Das ist außergewöhnliche Mimik. Es muss ja nicht immer alles gleich sein. Ich bin dafür zu experimentieren. Ich experimentiere auch an mich immer. Oder an mir? An mir. Ich experimentiere auch immer an mir. Und ich habe da nie Angst. Egal was angeht. Oder meine Frisur. Oder die Farbe. Oder Klamotten. Oh, so, ich glaube, ich nehme die. Ich bin schon verknallt. Und dann nehme ich dazu passende gelbe Nase. Es ist komisch, aber es passt. Ja, oder vielleicht schwarze Nase. Aber die gelben benutze ich so selten. Warum kann ich die nicht nehmen? Oh, das ist süß mit schwarze. Das kombiniert. Weil gelb eigentlich habe ich hier nie, ne? Obwohl, da ist mehr Kontrast. Das ist Geschmackssache, ne? Ich will dann nachher die auch verkaufen. Das ist zukünftige YouTube-Star. Diese Bier. Und der muss weg. Sonst, ja, wenn ich mein Geschäft auch machen möchte, ich muss da ein bisschen Einnahmen haben. Momentan ist nicht so. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht entscheiden. Shit. Okay, ich glaube doch schwarz. Aber ich habe noch ein paar Augen. Wenn jemand das zu viel ist, ich könnte überspielen. Bitte schreibt mir keine negativen Kommentare, dass ich labere zu viel. Ich möchte das einfach zeigen. Ne, das kann man vergessen. Dann, achso, guck mal, ich habe noch so eine Nase. Die würde auch mit braun passen. Ne, das würde schwarz lieber gehen. Und ich habe noch diese ganz einfache, schlichte. Ab und zu mal Nein. Und ich habe noch diese. Das sind perfekten Entenaugen. Nein. So, ich habe mich verknallt. Ich mache diese Augen. Das war's. Ich mache das. Und ich mache das. Und ich mag jetzt schon, wie der guckt. Hauptsache, es muss hier alles gerade sein. Ich habe dasselbe, nur in größere, ne? Guck mal. Aber das ist zu groß. So. Diese Augen habe ich nicht zu Verkauf. Da brauchte ich, habe da ein paar Stück, die werde ich aus dem Verkauf rausnehmen. Die brauche ich, weil wenn die Bestellungen kommen, ich muss die haben. Und die kommen auf jeden Fall später. Die gibt es nur in Russland. Und da muss ich gucken, wenn jemand hinfährt, dann bringt er die mir. Schwarz. So. Das, die wird affengeil aussehen. mit Bärenfresse. So, ich muss die Sicherung holen und wir häkeln jetzt 7 Reihen einfach so unverändert. So, jetzt könnt ihr das einmal angucken. Und zwar, so sieht das aus. Ich habe jetzt 7 Reihen gehäkelt und dann habe ich 2 Reihen mit Abnahmen gemacht. Die erste Reihe mit Abnahmen habe ich angefangen, 6 Festmaschen Abnahme, dann 5 Festmaschen Abnahme und so 6 Mal, jedes Mal, ne, bis das alles zu ist. So, ich möchte diesen Kopf jetzt aber auf dem Gelenk setzen. Aber das sieht schön aus, ne? Ich finde, das sieht total schön aus. Bei so einem Bär, der auf Russisch ist, auf meinem Video, da hat eine Russin geschrieben, dass der Bär total unakkurat gehäkelt ist. Ja, ich habe nur Danke gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, dass meine Arbeiten nicht alle perfekt, aber dass die akkurat gehäkelt sind. Aber naja. Vielleicht ist das auch so eine Tussi, die häkelt und die total neidisch ist, sage ich mal so. So, wir müssen hier einmal die Mitte suchen, ne? Hier irgendwo. Und hier muss der Kopf gesetzt werden, auf diesem Gelenk. Ich hoffe, das Wichtigste ist, dass es gerade ist. Wenn es ungerade ist, das könnt ihr vergessen, nachher abzunehmen. Und diese vordere Teil, der muss ein bisschen nach vorne gucken. Die muss mehr nach vorne gucken als hintere Teil, ne? Ich würde noch ein bisschen nach vorne setzen. So. Und immer gucken, ob der Kopf gerade positioniert ist. Sonst kann man das nicht mehr ändern. So, ich würde, wenn ich jetzt so angucke, ich würde eine Masche nach links noch setzen. Weil wenn es nachher gefüllt ist, dann sieht man das ganz doll, dass es schief sitzt, ne? Und dann kann man das leider nicht mehr ändern. Okay, ich versuche jetzt den richtigen Punkt zu finden. Ja, und dann bin ich gleich wieder da. So, ich glaube, ich habe ihn. Und zwar könnt ihr das sehen. Ich setze ihn einmal hin. Sieht so aus, den Kopf. Dann kommt diese große Scheibe darauf. Und dann kommt diese Befestigung. Und dann muss es knacken. Aber so, dass es noch drehen kann, ne? Dass man das noch drehen kann. So. Und jetzt füllen wir das mit Fülle auf und machen wir das bis zum Schluss dicht. Ja, das heißt, ich häkle jetzt noch 5 Festmaschen Abnahme 6 Mal, dann die Reihe mit 4 Festmaschen Abnahme 6 Mal, dann die 3 Festmaschen Abnahme 6. So lange, bis das dicht ist und immer auffüllen. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, meine Lieben. Das sieht so aus, gruselig, muss ich ehrlich sagen, das sieht gruselig aus, der Kopf dreht sich, keine Nähte hier zu sehen, richtig schön, total schön, keine Nähte, ich finde das einfach nur wunderschön, wie das mit Gelenk befestigt wird. Dann mache ich noch so ein Ohr hier, schneide ich das alles ab. So, den Kragen habe ich Anleitung von diesem schlafenden Hund. Da ist auch Kragen dabei, da könnt ihr das rausnehmen und den Kragen häkeln. Weil ich möchte ganz gerne diesen Bär einmal die grüne Schleife, ich habe so eine grüne Schleife, ich möchte die grüne Schleife binden. So, dann die Mütze, die wird so raufgesetzt. Natürlich, wenn ich jetzt die Augen noch reinziehe, das ist sehr wichtig. Die Mütze wird nachher so raufgesetzt. Und dann so angenäht, hier. Und dann bleibt noch ein Ohr, der auch hier so angenäht wird. Ja, das könnt ihr sehen. Einfach hier ranlegen und annähen. So, ich mache jetzt mit euch noch einmal das Gesicht. Hübsch. Dafür nehme ich so ein Baumwollengarn. Der ist richtig fest. Den könnt ihr nicht einfach so zerreißen, wie ich das immer mache. Dann habe ich so eine große Nadel, das ist eine Matratzennadel. Sehr viele fragen, wo das ich hier habe. Ich habe das aus Russland, aber auch sehr viele haben mir geschrieben, die gibt es bei Amazon. Nicht so teuer, in so einer Packung mit verschiedenen Größen, die heißen Matratzennadel. Und zwar, die Augen müssen richtig tief so drin sitzen. Das heißt, man braucht jetzt ganz viel Kraft. Ich suche hier die Mitte, hier unten, mache den Faden fest. Das ist immer wieder derselbe Technik. So, das ist schon 10 Uhr abends, meine Kinder müssen ins Bett. Ich muss morgen arbeiten, ich freue mich so. Ich arbeite morgen. Jetzt endlich mal nach 3 Wochen Urlaub, weil wir keinen Urlaub gemacht haben. Wir waren zu Hause und ich bin einfach glücklich, zur Arbeit zu gehen. Abwechslung einfach. Hier reinstecken. Und hier, da wo Auge ist, unten rausziehen, richtig so richtig festziehen und dann, ihr habt jetzt hier rein rausgezogen und dann machen wir hier in der Nähe und wieder in diesen Mund rein. Und jetzt muss man das mit Kraft ziehen, weil ich habe richtig fest gefüllt. Nicht zu doll natürlich, dass ihr seht, dass es genug ist. So. Und jetzt muss man... Ja, das ist nicht so einfach, aber leider. Ich drücke jetzt mit dem Finger auf diesen Auge und wieder da rein und in anderen Auge muss raus. Wenn jemand andere Methode hat, könnt ihr ausprobieren. Ich kenne andere Methode nicht, ich kenne nur die. So, wenn ihr jetzt hier rausgekommen seid, ne, dann, das ist schon fester, das sitzt schon fest, aber trotzdem noch drauf drücken, ne, dann hier in der Nähe und wieder hier raus und dann kann man Knoten binden. Wenn jemand davor Knoten binden kann, bitteschön, macht ihr das? Ich kann noch nicht. Oh, der ist schon jetzt knuddelig. So, jetzt müssen wir die beiden Augen so doll ziehen, dass die gleich sitzen. Das ist immer so. So, und jetzt drauf drücken und hier Knoten machen. Könnt ihr sehen, ne? Ich ziehe noch mal ein bisschen fest, so. Und dann mache ich einen Knoten. Es ist schwierig, ehrlich gesagt. Für mich auch schwierig. So, und dann mache ich nochmal einen Knoten. Oder vielleicht reicht das auch. Das reicht, weil ich muss sowieso jetzt noch hier rein. Diese Nase. Und dann wieder hier raus. Na bitte, das ist immer so. Da sind überall diese Sicherungen, weißt du? Und dann hier so ein bisschen festziehen, nicht zu doll. So, und dann nochmal, dass hier der Faden bleibt, ne? Dass er dann zu sehen ist. Nochmal in die Nase und dann in die Augenbrauen raus. Dann, ich mache immer gerne noch diese Watte ein bisschen so rausziehen, weil wenn ich das alles verforme, ich mache das wieder platt. So. Und dann kommen die Augenbrauen hier einmal. Ich mache ihn so ein bisschen traurig verwundert. Ist mir danach. So. Und diese schwarze Faden, der macht so einen schönen Kontrast mit Nase und so, ne? Dann da rein. Das gleichmäßig muss sein. Und wieder hier im Mund raus. Und so sieht er aus. Oh, oh, Schnückelchen. Oh, Schnückelchen. Ich sticke einen Namen aus. Ich habe so einen Disney-Bär, einen kleinen, in Orange, so einen Disney-Bär in Herz und schreibe hier Schnuckelchen. Weil der Schnuckelchen ist. Vielleicht würde ich die Augen noch ein bisschen tiefer reinsetzen. Vielleicht. Ich habe so richtig Lust danach. Ich habe so ein Gefühl, dass sie nicht tief genug sitzen. Dass mir diese Mimik noch nicht so richtig gefällt. Ich mache jetzt noch einen Knoten hier. Und dann vielleicht, damit ich die Augenbrauen jetzt nicht ziehe, ne? Wenn ich nochmal jetzt die Augen reingehe, vielleicht mache ich noch ein bisschen tiefer. Ich wiederhole es einfach. Ihr müsst das nicht. Wenn ihr das genug habt, dann habt ihr genug. Dann einfach überspülen, spülen, überspulen. Und dann weiter gucken. Ich nehme das aber auf. Ich möchte noch ein bisschen tiefer. So. Dann in diese Auge. Er wird lebendig. Ich weiß nicht, wie die das klappen. Ich frage immer wieder, wie ist das möglich, aus einer Nadel und aus einem Faden so ein Schnückelchen zu machen. So, und jetzt muss man das... Ist das... Oh mein Gott. So. Jetzt muss man das befestigen, ja? Einfach nur, wenn es das möglich ist, das ist bei mir schon Knoten über Knoten. So, das war's. Das reicht jetzt. Der Arme. So, Mädels, dann ist das eigentlich schon erledigt. Ne? Das heißt, Rest können wir alle selber machen. So, sieht man doch, dass er lebendig ist. Natürlich. Natürlich. Stupfnase, so wie bei meiner kleinen Tochter, die hat so eine Stupfnase. Das macht mir gute Laune. So, guck mal, dann kommt dieses Ohr hier an der Seite. So, und dann kommt diese Mütze. Ihr könnt die Mütze annähen, ihr könnt auch die so lassen. Und zwei Ohrenhäkel. Dann, es kommt hier ein Schwanz oder ein Schwänzchen. Wird angenäht, das macht ihr auch. Und hier... Ich möchte wirklich so eine große grüne Schleife. Deswegen, ihr nehmt, oder ich zeige euch, warte mal. So. Vielleicht überlege ich jetzt mir und mache doch auch einen Kragen. Ich mache den Kragen ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller als bei schlafendem Hund. Ihr nehmt dann einfach ein bisschen längere Faden lassen und dann, ihr nehmt so viele Luftmaschen, wie viel ihr braucht, um den Hals. Ich mache jetzt erstmal 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 und die 20. Ich weiß nicht. Nein, das reicht nicht. Machen wir noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Ich nehme das, ich lege das einfach um den Hals und gucke, ob das reicht. Das reicht. Ich habe 25 Luftmaschen. Dann, ihr könnt einfach Stäbchen häkeln oder ihr könnt Festmaschen häkeln. Ich mache noch eine Luftmasche und ich mache Stäbchen. In jede Masche ein Stäbchen. Ich habe im russischen Video Festmaschen gemacht. Dann habe ich das gemerkt, dass es zu klein ist von der Breite her. Deswegen mache ich hier Stäbchen. Aber ich habe dort auch gesagt, dass die auch Stäbchen häkeln können. Dann ist er breiter. Naja, jetzt lasse ich dann auch den Kragenmensch. Obwohl ich wollte so gerne eine Schleife. So, wir häkeln einfach jetzt bis zum Schluss in jede Masche Stäbchen. So, ich bin jetzt angekommen und wir machen jetzt in die letzte noch ein Stäbchen rein. Und dann machen wir 2 Luftmaschen, 1, 2 und in diesen Stäbchen wieder da rein, Kettmasche. Befestigen und abreißen. So, wir haben so einen Kragen. Ich finde, der ist viel hübscher. Das ist ganz einfach, einfach nur ein Streifen. Aber ich finde, der ist viel hübscher als im Video auf Russisch für diesen Bär. So, jetzt legen wir das um den Hals drumherum. Das ist total einfache Methode. Ihr könnt aber vom schlafenden Hund nehmen, da ist ein bisschen anders gehäkelt. Ein bisschen mit Design, mit solchen Zacken hier. Da wird nicht vorne angebunden, sondern hinten. Aber ich habe jetzt so eine Methode gefunden und das ist für mich total einfach und schön. So, dann binde ich das fest, 2-3 Mal, schneide ich das ab und ich zünde das mit Feuer an. Das reicht auch 2 Mal. So, und dann, es wird nicht dunkel, komischerweise, das wird nur, man kann es spüren, dass es ein bisschen hart wird. Und das geht nicht auseinander, sonst fuselt die Wolle und das geht irgendwann mal auseinander. Oder ihr könnt hier so richtig schöne farbige Blume ankleben mit Heißkleber. Das geht auch. Oh, guck mal, wie hübsch. Doch, das ist schön, dass ich das gemacht habe. So ein Schnückelchen ist daraus geworden. Und Mädels, wir machen jetzt den Rest selber. Ich mache ihn jetzt noch zu Ende und ich versuche auch heute noch wenigstens erstes Teil herauszustellen. Und wenn ich das heute nicht schaffe, kommt zweites Teil morgen nach der Arbeit, ja? Aber ich versuche es. Und wenn ich ihn fertig gemacht habe, zeige ich noch ganz kurz ein Bild. Aber das seht ihr nachher im zweiten Teil. Nicht ein Bild, sondern ein Video, ja? Alles klar, dann bis nachher. Tschüss! So, meine Lieben, guck mal, was daraus geworden ist. Ich habe jetzt alles angenäht. Ja... Ein Herzchen habe ich nur so angenäht. Wenn jemand dann einen Namen haben möchte, werde ich dann aussticken. Ja, ich finde ihn total süß und niedlich. Wie gesagt, diese Mütze, die ist angenäht. Ich habe nur ein Ohr. Das hat keinen Sinn, dann noch ein Ohr zu machen. Wenn jemand dann natürlich möchte, dann kann man das einfach nur so zum Aufsetzen. Aber die hält nicht. Dann habe ich diesen Kragen. Ich finde, dass diese Augen, das ist was Besonderes. Nicht immer diese Glitzeraugen oder ganz normal Standard, die haben auch was. Der Kopf dreht sich, alles dreht sich. Die Sachen sind auch schon angenäht oder gebunden und dann habe ich mit Feuerzeug so noch angezündet, damit es hält. Und ich finde ihn richtig süß. So, dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Anleitung kommt. Es kommt auf jeden Fall die nächste jetzt auf Russisch. Und ich habe vor, Fuchs zu machen. Ich habe ganz hübschen Fuchs. Da habe ich eine kostenlose Anleitung. Und da habe ich auch von dem Autor Erlaubnis bekommen. Wir haben Kontakt miteinander. Und da kommt ein Fuchs jetzt erstmal auf Russisch und dann auf Deutsch. Aber ich glaube, vielleicht in einer Woche oder so. Ja, dann viel Spaß beim Nachhäkeln und bis bald. Ciao.